documentary about Prince Andrew, a now infamous BBC interview that led to him being banished from royal duties. Ein Tag im Leben von Prince Andrew. Im Schatten von Skandalen und Kontroversen bleibt das tägliche Leben von Prince Andrew für die Öffentlichkeit weitgehend ein Rätsel. Prince Andrew, you're going to resign, Prince Andrew. You're an embarrassment, sir. He's never been far away from controversy, but his connection with Epstein, that ill-fated friendship, has inflicted the greatest damage on his reputation as a member of the royal family. Wie sieht ein Tag für einen König aus, der seiner Titel beraubt ist? Begleite uns, wenn wir die oft übersehenen Details von Prince Andrews Tag erkunden und die Wahrheit hinter den Schlagzeilen und die Realität seines täglichen Lebens enthüllen. Morgenroutine. Wenn man in die königliche Familie hineingeboren wird, ist das Leben zwangsläufig anders. Aber wartet nur, bis ihr hört, wie der Tag im Leben von Prince Andrew aussieht. Stellt euch vor, jeden Tag aufzuwachen, umgeben von Luxus und Privilegien, mit allem Komfort zur Hand. Das ist ein typischer Morgen für Prince Andrew, einen Mann, dessen Leben sich oft um Reichtum, elitäre Verbindungen und Exklusivität der High Society drehte. Auch nach seinem Rückzug aus den öffentlichen königlichen Pflichten wohnt Andrew weiterhin in der Royal Lodge, einem weitläufigen Anwesen mit 30 Zimmern in der Nähe von Schloss Windsor. Eine Umgebung, die einem Prinzen angemessen ist, der an die schönsten Dinge des Lebens gewöhnt ist. Prince Andrews Morgen beginnt in der Regel mit der Hilfe eines engagierten Haushaltspersonals, das auf jede seiner Vorlieben eingeht. Mit einem kompletten Team, einschließlich Privatköchin, steht es ihm frei, ein maßgeschneidertes Frühstück zu genießen, das mit hochwertigen Zutaten von Top-Lieferanten zubereitet wird. Ein Morgen hier könnte leicht alles von Gourmet-Omelettes bis hin zu frischem Gebäck beinhalten, serviert mit einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl an Tees. Die Szene ist eine der reinsten königlichen Verwöhnung, die darauf ausgelegt ist, einem Leben gerecht zu werden, das von raffiniertem Geschmack bestimmt ist. Darüber hinaus ist Andrew für seine Liebe zu Sport und Freizeit bekannt. Es wäre nicht überraschend, wenn er seinen Tag mit ein paar Runden Golf auf einem privaten Golfplatz oder einem ruhigen Ausritt durch das Gelände der Royal Lodge beginnen würde. Insbesondere Golf war eine beliebte Freizeitbeschäftigung, ebenso wie Segeln, ein Sport, der oft mit seinen Ferien und öffentlichen Auftritten in Verbindung gebracht wird. Solche Beschäftigungen unterstreichen einen Lebensstil, der sich um ausgewählte gesellschaftliche Kreise dreht, und bewahren gleichzeitig eine Aura der Entspannung auf hohem Niveau. Aber vielleicht ist eines der unerwartetsten Elemente seines Morgens seine Sammlung von, man glaubt es kaum, ausgestopften Tieren. Der Prinz hat angeblich eine bemerkenswerte Sammlung von Teddybären. Jeder wird jeden Morgen von seinem Haushaltspersonal nach einer festgelegten Reihenfolge auf seinem Bett angeordnet. Diese skurrile Angewohnheit, die Jahrzehnte zurückreicht, steht in merkwürdigem Kontrast zu seinem ansonsten polierten königlichen Image, verleiht seiner morgendlichen Einrichtung eine ungewöhnliche Note und deutet auf eine Persönlichkeit hin, die in ihren persönlichen Räumen sowohl eigenwillig als auch etwas verspielt ist. Freizeit am Nachmittag. Prinz Andrews Nachmittage an Bord von Luxusjachten sind vielleicht eines der am besten dokumentierten und emblematischsten Elemente seines verschwenderischen Lebensstils und verkörpern seinen Ruf als einen König, der Extravaganz und gesellschaftlichen Reichtum schätzt. Bei diesen Yachtausflügen, die oft entlang der malerischen Küsten des Mittelmeers, Thailands oder der Karibik führten, befand sich der Prinz in exklusiver Gesellschaft, zu der in der Regel hochkarätige Gäste und glamouröse Frauen gehörten. Ein aufsehenerregender Vorfall ereignete sich im Jahr 2001, als Andrew an Bord einer Yacht vor der Küste von Phuket, Thailand, in Begleitung von Frauen mit nacktem Oberkörper fotografiert wurde. Die Fotos, die weit verbreitet wurden, sorgten international für Aufsehen und festigten seinen Ruf als Frauenheld. Seine Anwesenheit auf diesen Yachten, umgeben von attraktiven Begleiterinnen, schien einen sorglosen Lebensstil zu vermitteln, der von Freizeit und Verbindung zur High Society geprägt war. Sein Spitzname, Playboy-Prinz, passt besonders gut zu diesem Moment, da er offen den Komfort und die Freiheit genoss, die ihm sein königlicher Status bot. Für Andrew waren diese Yachtausflüge mehr als nur gemütliche Nachmittage. Sie boten ihm die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Beziehungen zu Eliten aufzubauen und gleichzeitig die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen. Auch wenn es in den letzten Jahren nicht mehr so häufig vorkam, ist seine Geschichte der Yachtpartys immer noch ein Symbol für seine hochkarätigen Kontakte und die Kontroversen, die oft mit der Wahl seiner Gesellschaft verbunden waren.
Finanziell gesehen warf seine Vorliebe für diese luxuriösen Urlaube Fragen zu seinen Ressourcen auf, insbesondere da sein formelles Einkommen nach seinem Rücktritt von seinen königlichen Pflichten zurückging. Diese Momente des Yachting-Luxus, insbesondere die von Paparazzi eingefangenen, prägten sein öffentliches Image, insbesondere in den 2000er Jahren, als er noch ein aktiver Senior Royal war. Aber könnte es sein, dass es im Leben von Prinz Andrew immer noch solche Tage gibt? Wir werden es früh genug erfahren. Abendveranstaltungen. Prinz Andrews Abende in der High Society waren geprägt von seinen Auftritten bei Elite-Galas, opulenten Wohltätigkeitsveranstaltungen und Abendveranstaltungen, bei denen er sich unter die Reichen und Berühmten der Welt mischte. Bekannt für seine sympathische Art und seinen Charme, nahm er an vielen dieser Veranstaltungen teil und hatte den Ruf eines begeisterten und gut vernetzten Gastes, insbesondere in den 2000er Jahren, bevor er in der Öffentlichkeit in Ungnade fiel. Der Prinz war dafür bekannt, dass er häufig an den hochkarätigen Veranstaltungen des English National Ballet teilnahm, wo er bis zu seinem Rücktritt aufgrund des öffentlichen Drucks im Jahr 2019 eine Schirmherrschaft innehatte. Bei diesen Veranstaltungen war Andrew oft von einer Mischung aus Würdenträgern, Prominenten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens umgeben und pflegte das Image eines hochkarätigen Royals, der den Luxus und den Reiz exklusiver Zusammenkünfte genoss. Diese Abendveranstaltungen fanden in der Regel an Orten mit extravaganter Dekoration statt, von historischen Sälen in London bis hin zu privaten Landsitzen. Bei den Veranstaltungen wurden oft aufwendige Buffets und seltene Weine serviert, um den Luxus zu betonen, der mit königlichen Zusammenkünften verbunden ist. Andrew wurde mit seinem Titel und seinen Verbindungen in der Regel wie ein VIP behandelt, genoss erstklassige Sitzplätze und mischte sich ungezwungen unter die anderen elitären Teilnehmer. Die Gegenwart. Aber hast du dich jemals gefragt, wie der Alltag von Prinz Andrew heute aussieht? Auch im Jahr 2024 steht Prinz Andrew weiterhin im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Allerdings nicht wegen seiner königlichen Pflichten, sondern wegen seines luxuriösen Lebensstils und seines umstrittenen Verhaltens. Als Playboy-Prinz bekannt, sorgt Andrew mit seiner Vorliebe für die schönen Dinge des Lebens weiterhin für Schlagzeilen, obwohl er nicht mehr als aktives Mitglied des Königshauses tätig ist. Andrew lebt in der weitläufigen Royal Lodge im Windsor Great Park, einem 98 Hektar großen Anwesen mit 30 Zimmern, das früher Teil des Crown Estate war. Obwohl er dort mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson lebt, hat seine fortgesetzte Nutzung dieses erstklassigen Anwesens eine öffentliche Debatte ausgelöst, insbesondere seit König Charles ihn Berichten zufolge zum Auszug gedrängt haben soll. Es wird viel darüber spekuliert, dass Charles möchte, dass Andrew in das bescheidene Frogmore Cottage umzieht, das mit erheblichen Kosten modernisiert wurde, aber nach Harrys und Megans Abreise nach Amerika leer steht. Obwohl Prinz Andrew seinen königlichen Titel verloren hat und von den offiziellen Rollen der Familie distanziert ist, hat er immer noch eine Vorliebe für opulente Zuschaustellung von Reichtum. Von seiner teuren Uhrensammlung bis hin zu Luxusautos, Berichten zufolge besitzt er hochwertige Uhren von Marken wie Cartier und Rolex, darunter eine einzige Patek Philippe im Wert von über 150.000 Dollar, die seinem ansonsten umstrittenen öffentlichen Image ein bemerkenswertes Flair verleihen. Seine Liebe zu Autos ist ebenfalls bekannt, darunter ein 100.000 Dollar teurer Range Rover und ein Bentley, den er für über 200.000 Dollar gekauft hat. Solche Vermögenswerte offenbaren sein anhaltendes Engagement für die Aufrechterhaltung eines hochkarätigen Lebensstils, auch wenn Fragen darüber aufkommen, wie er diesen Luxus finanziert. Dennoch umgibt Andrews Finanzen seit seinem Rückzug aus der königlichen Finanzierung und den umstrittenen Verbindungen, die zu seinem Sturz aus öffentlichen Ämtern führten, ein Hauch von Geheimnis. Einige vermuten, dass der Prinz auf Investitionen in steuerfreien Ländern setzt, die durch Verbindungen zu Persönlichkeiten wie David Rowland, einem britischen Immobilienentwickler, ermöglicht wurden. Davids Finanzgeschäfte in der Karibik, einschließlich Steuerhinterziehung, haben für Stirnrunzeln gesorgt und einige zu der Theorie veranlasst, dass Andrew durch diese Unternehmungen einen ordentlichen finanziellen Gewinn erzielt haben könnte. Sarah hat auch öffentlich ihre Bereitschaft angedeutet, Andrew zu unterstützen und behauptet, dass er keine Steuergelder mehr bezieht, obwohl die genauen Quellen seines Einkommens unklar bleiben. Aber hier wird es wirklich interessant. Wenn du dachtest, dass er kein Frauenheld mehr ist, lagst du nicht ganz richtig. Kürzlich wurde der Prinz auf einer luxuriösen Yacht gesehen, begleitet von einer Frau im Bikini. Die Szene zeigt deutlich, dass der Playboy-Prinz nicht die Absicht hat, mit dem Feiern aufzuhören. Diese Urlaube, die oft in exklusiven Resorts und an Privatstränden stattfinden,
haben Kritik und Neugierde auf sich gezogen, wobei Beobachter den Widerspruch zwischen seinem Lebensstil und dem schlichten modernen Image, das König Charles für die Monarchie zu schaffen versucht, bemerken. Doch trotz der Einschränkungen, die ihm die königliche Familie auferlegt, sind Andrews gesellschaftliche Aktivitäten nach wie vor extravagant wie eh und je. Seine Entscheidung, stilvoll Urlaub zu machen und dabei die alltägliche Aufmerksamkeit von Begleiterinnen in Bikinis zu genießen, hat bei denjenigen, die dies als realitätsfremd empfinden, für Gegenreaktionen gesorgt, insbesondere angesichts seiner öffentlichen Kontroversen und des Fehlens königlicher Pflichten. Und damit nicht genug. Jüngsten Berichten zufolge plant König Charles, Andrews private Sicherheitskräfte in der Royal Lodge zu entlassen, was die finanziellen Belastungen für ihn erhöht und ihn weiter unter Druck setzt, umzuziehen oder seinen Lebensstil einzuschränken. Ohne diese Sicherheitsvorkehrungen könnten für Andrew höhere Kosten anfallen, wenn er weiterhin in Windsor leben möchte, was ihn möglicherweise dazu zwingen könnte, andere Unterkünfte in Betracht zu ziehen. Wir müssen uns also fragen, würdest du an seiner Stelle genauso verschwenderisch leben wie Prinz Andrew? Lass es uns in den Kommentaren wissen.